Okay, ich bin jetzt ganz offiziell bereit. Ich bin jetzt ganz offiziell bereit. Ich habe gesehen, ein, zwei Leute sind noch online, aber ich würde sagen, wenn die Bock haben, dann sollen die sich einfach kurz melden. Aber die sind wie immer herzlich eingeladen. So, was wollen wir denn spielen, Ladies? Ich hätte so Lust auf, ich weiß nicht, so Mario Kart oder sowas. Oder Bomberman? Falsche Konsole, Leute. Falsche Konsole. Wir nehmen jetzt einfach hier, komm, Multiplayer klingt gut und dann nehmen wir jetzt einfach. Wow, heute ist das Erweiterungspack 4 Testwochenende. Wir können kostenlos Rogue One's Scarif zocken. Das ist doch geil. Das ist toll. Kriegen wir uns auch Geld zurück, wenn wir es schon bezahlt haben? Wenn es uns nicht gefällt, meinst du, ja? Ja. So, wollen wir irgendwie einfach wieder mal eins von den DLCs direkt reinknallen? Ja, mach halt, komm. Gib Gas. Lass Bespin nehmen, oder was wollt ihr? Bespin ist doch super. Mit euch an meiner Seite ist doch alles toll. Okay. Warte, ich muss mal kurz... Was ist denn das für ein R2-D2? Lieber McGrive, möchtest du den Asmodeus beschreiben, was das für eine merkwürdige Roboterkreatur ist, die im Startbildschirm zu sehen ist, wenn man da so eine Art Karton stehen hat auf zwei Beinen? Ja, das ist einfach eine Droidenart in Star Wars. Ich habe keine Ahnung, wessen Funktion die haben, aber da haben sie halt in Originalfilm Lilliputana reingesteckt und dann ist er da durch die Gegend gewackelt. Ich weiß, das ist so gut. So gut, finde ich. Richtig gut. War das nicht ein Mensch ohne Beine? Nee, du siehst ja, dass der auch Stummelbeine hat, so, der läuft ja auch, der hat ja auch Beinchen unten dran, das war auf jeden Fall Lilliputaner. Den meint ihr? Wen meinst du als Mensch ohne Beine? In welchem Kostüm? In R2-D2 hat, glaube ich, ein kleiner Mensch ohne Beine gesessen. Echt? Ich glaube, der ist jetzt vor kurzem gestorben, der hat sonst in allen Star Wars Teilen mitgespielt. Ist ja geil, der hat einfach immer dann von innen den Kopf gedreht und sowas, oder wie? Also ich weiß nicht, ob er wirklich keine Beine hatte, aber das war zumindest, glaube ich, auch ein Lilliputaner, aber vielleicht war es ein Lilliputaner ohne Beine. Ja, das kann sein. Das ist auch praktischer, weil der ist kleiner, der passt da wahrscheinlich dann besser rein. Ich werde das mal recherchieren und nächste Woche berichten. Ja, bitte. Ich das bitte wäre doch sehr interessant. Die sehen bestimmt nur schick aus. Und ich begrüße an dieser Stelle Justu im Twitch-Chat. Hallo, schön, dass du da bist. Oh, Justu ist doch Mausefalle. Genau, Mensch, Mausefalle, du hast was verpasst. Was genau? Ja, Telekommando weiß, warum er lacht. Wenn er noch nicht da war, würde ich jetzt mal so sagen, wir lassen die Sache beruhen. So. Also wenn du wieder mitmachen möchtest, gibst du einfach ein kurzes Zeichen und dann holen wir dich rein. Lieber Mausefalle, möglicherweise wäre es besser für dich, wenn du dir nicht die Funktion zunutze machen würdest, dir den Stream im Nachhinein nochmal anzuschauen. Sei es bei mir oder bei McGrath. Also vor allem, wir reden jetzt so von den ersten 5 bis 10 Minuten. Möglicherweise wurden da unkontrollierte Ausdrücke von sich gegeben, die nicht beleidigend waren, aber vielleicht auch nicht ganz freundlich. Übrigens möchte Mausefalle mitspielen, dann hole ich ihn schnell rein. Beleidigt worden. Nein, das nicht. Es wurde eher Witze auf Kosten anderer gemacht, die jetzt aber auch nicht schlimm waren. Ein falscher so Versprecher sozusagen. Du, ich schicke jetzt einfach mal Darklord auch einfach meine Einladung. Man sieht sofort, wer hier der McGrath ist, ja, der einzige Soldat, der gleich ganz vorn an der Front mitkämpft. Ja, völlig unkontrollierbar, weil er quasi schon im Kampfgeschehen steht. Oh, jetzt läuft er auf einmal. Wow. Hey, ich sorge hier für Nachschub, Ladies. Nein! Guck mal da auf! Oh, schade, er hat's überlebt. Wie kommst du denn hin? Was heißt denn schade? Ich auch. Ich meine, Juhu. Du hast auch schade verstanden, ne? Ja, ich hab schade gesagt, das war aber nicht mit Absicht. Nee, das kommt. Das war, du wolltest Scheiße sagen. Ja, nee. Das wäre noch schlimmer als schade. Der liebe Mausefalle mit in der Party. Liebe Zuschauer, soll ich die Musik im Hintergrund anlassen oder soll ich die ausmachen? Liebe Zuschauer, soll Rupli sich ausloggen oder soll er weiter streamen? Vielleicht sollte ich lieber aufhören. Also an den McGrath reiche ich heute wahrscheinlich nicht mehr ran. Ja. Ich bin ja immer wieder begeistert von diesem gewienerten Boden hier drin. Ne? Es gibt keinen so schönen High-Definition-Boden wie in Bespin. Es ist. Wo sind die denn alle? Unglaublich. Das ist eine gute Frage. Haben wir Gegner? Nicht hier. Wir haben Gegner. Wie viele Punkte? Was müssen wir denn machen? Verteilen Infiltrationspunkte. Hey, ich sind aber. Ich muss jetzt diesen Punkt hier. Der hat auf jeden Fall eine Granate drin. Ich hab die falsche Klasse leider ausgerüstet. Ich hab sie gerade geworfen, aber warte noch ein wenige Sekunden und dann geht's los.
Oh, Mausefalle kämpft gegen uns. Oh. Ja, der weiß schon warum. Stark. Der ist ein Gewinnerteam. So. Ja, die Echse sind da. Ach, shit. Deswegen. Ja, braun auf braun, weißt du? Der war da sehr gut getarnt. Ich habe bloß den weißen Stormtrooper gesehen. Braun? Ja, die Echse ist braun und der Hintergrund ist auch so. So. Bronzefarben. Okay. Nennen wir es Bronze. Ich glaube, die Echse flankiert uns da gerade von rechts, der Pisser. Okay, die Boss ist tot. Okay, alles gut. Der kommt, genau, der ist hier drin. Gegnerischer Held. Ich bin so gut zu euch. Drei Helden, drei gegnerische Helden. Ja, aber so ganz so schlecht läuft es eigentlich nicht für uns, ne? Obwohl ich jetzt auch nicht besonders viel tue, muss ich ehrlich sagen. Ich hab gerade auch nicht mitgemacht, deswegen liegst du gut auf einmal. Ja, aber die kommen jetzt. Aber wir packen das. Oh shit. Vom leeren Sack, nein. Der dunkle Lord. Ist gar nicht cool. Oh, der dunkle Lord, ist der jetzt schon hier drin, oder? Oh oh. McRalf ist tot. Es hat aber verdächtig lange gedauert. Ne. Haltet sie nur noch ein bisschen länger auf Distanz. Ich wollte gerade sagen, ist immer verdächtig, wenn so viele Leute gleichzeitig spawnen, ne? Ja, das ist. Meistens ist dann ein Lord Vader dran schuld. Mhm. So, ich geh mal links rum. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr wollt. Jo, ich komm mit. Da ist bisher jetzt gerade kein Gegner und gar nichts. Also einer war eben, aber der ja, schon. Nein! Oh komm, wir werden da so gut. Guck mal auf meinen Bildschirm. Da sind drei Leute, die uns den Rücken zugedreht haben. Wir hätten die gerade locker überrannt. Sehr schade. Wieso haben wir das jetzt noch so verkackt, sag mal? Wegen Darth Vader. Ah. Die hatten drei Helden im Team. Tja. Ja, das ist immer so bei diesem Modus. Am Anfang kriegen die Rebellen die Helden und am Ende kriegen die. Diese scheiß Helden, die. Das ist scheiße. Super. Egal. Die erste Runde an diesem Abend und die Laune ist im Keller. Das war, weil Mausefalle im anderen Team war, der hat's gerissen. Ja, das schreibt auch gerade. Ich kämpfe gegen euch und schon gewonnen. Ne? Ja, irgendwie müssen wir hier mal. Wenn es einen Einzig am Anfang gönnen. Dann kannst du jetzt aber auch wieder rausschmeißen aus der Runde. Bin schon dabei. Bin schon dabei. Genug Arroganz für heute. Gehen wir eigentlich raus, oder? Gut, Sabotage. Diesmal aus Sicht des Imperiums. Ah ja, okay. Warum nur immer ein bisschen schneller seid als ich? Boah, ich muss husten. Sorry. Aber ich würde eigentlich so gerne mal als Jabba spielen. Das wäre doch witzig. Man kann Jabba hierbei nicht spielen. Ja, deswegen beschwere ich mich ja. Ach so. Und damit Jabba ein Jetpack benutzen so. Mausefall ist immer noch ein Gegend. Ohne Witz. Tatsächlich. Oh, Telekommand, aber ganz schlecht getan. Hier in Schwarz, ne? Ich würde eher weiß tragen, der Umgebung. Ich würde es übrigens begrüßen, wenn Mausefall wieder in unser Team kommen würde, weil mir fehlt der Partner. Kennt sich jemand auf diesen Karten aus, oder? Kein bisschen. Ich hab da jemanden vor mir, der ist ein Schwarzer, sieht aus, als wenn er ein General wäre und das rennt ihm einfach mal hinterher. Also schwarze Rüstung meine ich nicht, weil er schwarz ist, genau der Frage. Ja, Mausefalle erlegt. Oh, yeah! Stimmt. Glückwunsch! Der Sieg ist so gut wie sicher, Leute. Weil wir ihn einmal getötet haben, ja, der kann nicht mehr respawnen. Läuft. Der beste Spieler der Gegner ist demotiviert. Der ist jetzt umso motivierter wahrscheinlich sogar. Ist da was? Hat's mich doch noch erwischt. Schade eigentlich. Oh, Mausefalle verspricht dir übrigens gerade, dass sie das Team sabotiert. Also sehr gut. Alles richtig gemacht. Guter Mann. Ja.
Wir wissen, wofür wir ihn bezahlen. Hm. Ich korrigiere, wir wissen, wofür wir ihm Versprechungen machen. Ich wollte gerade sagen, ich höre ständig, dass irgendwelche Leute bezahlt werden. Ich bin nämlich der Einzige, der nicht bezahlt wird. Du kriegst Aktienanteile, das habe ich doch gesagt. Ah. Also, er hat noch nicht eine Aktie verkauft. Und der Firmenwert ist. Völlig umgekehrt. Die Hälfte gesunken, seit wir an der Börse sind. Aber du selbst hast Aktien. Okay. Danke. Ja, mhm. Gerne. Sprengsatz neutralisiert. Und jetzt haltet die Rebellen auf Distanz. Versuch mal zu euch zu kommen, ihr seid ständig tot, ne? Hey, also ich nicht. Also Rovir ist noch kein Mal gestorben. Echt? Boah, ich bin voll. Oh, warte, ich bin ganz oben im Team. Wir hören sofort auf zu spielen. Das kann ja nicht sein. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich einmal gestorben bin. Scheiße, ein paar sind drin. Ich hoffe, die Verteidigung weiterhin gut. Verflixt. Ah, das ist ein Wookie. Ah, zurück in die Schlacht, so Mist. Scheiße, und Han haben die jetzt auch noch. Oh, die haben 4 Helden, Alter. Mausefahrt ist auch noch einer von denen. Auch das noch. Anders kann der es auch nicht. Ja. Die wünsche ich jetzt auch. Ja, das ist aber, was willst du da machen? Schwarze. Crank schreibt gerade den Schwarzen immer zuerst in die Front. Oh nein, das ist schon wieder der blöde Wookie. Mausefall ist übrigens Han Solo, hat das schon jemand. Machen nieder. Wie denn? Der hält dreimal so viel aus wie ich. Da kommen schon noch 3 Stück auf dich zu jetzt oder so. Also ihr müsst natürlich auch ein bisschen auf die Gegner schießen, ne? Sonst sterben die auch nicht. Nein. Skywalker rennt oh, da war der andere Held, wie auch immer der heißt. Der komische Typ mit dem Faltengesicht, der aussieht wie so ein wie heißen die Hunde? Ah, das ist toll. Was? Aus wie ein Hund oder so. Ja, die haben es. Kennst du nicht diese Hunde? Wie heißen die? Sind das so eine Dong auch? Diese nicht so die Dong. Oh, Han Solo! Ah, der hat immer noch 54% Energie. Könnte sich mal einer um diesen Schmuggler kümmern? Schmuggler, das war das Wort. Schmuggler, nach dem Wort hatte ich gerade gesucht. Schmuggler, genau. Schmuggler mit CK. Mhm. Von Schmuck. Jemand, der Schmuck verkauft, der sogenannte Schmuggler. Nein! Von Nahkampf besiegt worden, wer nennt sich denn Nahkampf? Boah, schöner Distanzschuss. Da muss ich mir doch glatt mal selber auf die Schulter klopfen. Oh, Rang 73 erreicht, ich könnte mir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Kacke, da war der Han. Han hat bloß noch 13 Lebenspunkte, ich habe ihn ein bisschen bearbeitet. Von hinten, so wie er es mag. Ah, shit, Sackratte. Ah, das war ja der Held. Ninamp. Ha, Sackratte, woher hast du den Begriff? Ich glaube, meine Frau hat mich mal so genannt. Okay. Kann auch sein. Wäre ein sehr, sehr liebevoller, Kosename, ne? Sehr liebevoll bezeichnet. Mhm. Ja, das ist ein Fall. Ich wünschte, ich hätte auch eine Frau, die mich so nennen würde. Mhm. Ich bin nichts in meinem Leben, was mir mehr wünschen würde. Ja, also irgendwann kommt der Punkt, dass einfach froh, dass man überhaupt eine Frau hat und dann ist einem egal, wie sie einen nennt. Die kommen zum letzten Punkt. Okay, lass alle zu B, sofort. Alle zu B, ja. Oh. Ich bin tot. Ist egal, geh zu B. Und an dieser Stelle begrüße ich Luca XD. Ich wusste Moin. Es von hinten. So, jetzt muss ich mir wieder um den virtuellen Sternenkrieg kümmern. Achso, ich laufe in die falsche Richtung. Oh. Ah, nee, doch nicht. Leute, es ist alles gut. Ich habe gerade Super Dennis besiegt. Ja? Na dann. Ja. Das ist nicht irgendein Dennis. Der Rebellenabschirm hat fast keine Zeit mehr. Haltet eure Verteidigungsstellungen. Wir tun ja unser Bestes. Oh. Das echt 4 Minuten, bis das Ding noch verteidigen? Anscheinend schon, ja. Au. Oben auf dem Dach. Nee, draußen sind die. Oder? Irgendwas ist hier doch hinter uns. Sagen wir es noch 300 Minuten verteidigen, ist alles schick. Ich laufe mal gerade ein bisschen spazieren, aber ich sehe keinen. Hallo wieder, schönen Abend.
Tschüss. Oh shit. Haufen Gegner, Haufen Gegner. Wo denn? Überall. Ah, ist das schon. Kommen noch welche? Oh, Alter, das hat gesessen. Ich kann halt schwimmen. Also komm, 3 Minuten, Mädels. Ist das nicht wundervoll? Ich kann am Horizont stehen und von da versuchen, irgendwie reinzuschießen. Oh, 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 ist ein Hit. Ah, oh, kacke. Ja, warum habe ich die Granate geworfen? Egal. Und es war gar kein Hit, es war einfach wieder so ein komischer Gune. Ich war eingeschüchtert, weil ich dachte, das wäre einer von den Hits. Ich bin also scheiße im Kopf. Ja, es ist echt. Wenn es dir im Kopf wäre, mir geholfen. Woher willst du denn wissen, wo ich überall scheiße bin, ne? Ernst gemeinte Frage, oder? Ja. Voll in die Granate reingelaufen. Ach, ja, das kenne ich. So, ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil der Kamerad hier gelb markiert ist, aber ich dachte immer, es ist einer von euch beiden. Nee, das ist dein Teamkamerad, glaube ich. Also die Kumpels sind grün und dann dein Partner ist gelb. Solange du halt alleine spielst, hast du einfach irgendeinen Partner. Und du auch diese Spawn-Möglichkeit hast. Das kann einer vor meinen Augen direkt an dieser Abgrenzung. Also er hat es nicht geschafft, auf diesen Rand zu springen, wie er es versucht hat. Direkt hier vorne. Ah. Ist direkt abgestürzt. Hat aber sein Schild angehabt, damit ich nicht beschießen kann währenddessen. Wegen Sniper. Ich sehe nichts, dieser scheiß Rauch. Komm einer. Irgendein Bekloppter wirft die ganze Zeit Rauchgranaten, ne? Ja. Ja, also ich kann auch immer da. Ach komm, Junge. Sie könnten doch einfach mal versuchen, von der Seite hinten hier anzugreifen, wo wir jetzt gerade hinlaufen, Telekom. Ja, ich habe auch gerade was auf dem Radar gesehen. Aber da ist einer von unseren. Ja, aber das sind 2 oder 3, wenn die da mal mit... Ralph ist da, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, der deckt diese Seite. Ja, ja. Welches? Der gerade wegläuft. Ganz genau. Wir sind so gut wie erledigt. Haltet eure Verteidigungsstellungen. So, ich geh mir die Treppen rauf, hier war ich noch gar nicht. Bringt auch nichts. Na gut. Alter Falter, die Karte kann man sich doch niemals merken. Oh, da kommen grad etliche. Kommt mal zur Seite, wo ich gerade bin. Bleib am Leben. Jetzt. Ich hab nichts anderes vor. Oh, ich hab eine Heilserie geschafft. 15 Nummer an, eine Runde geheilt. Was tut? Telekommander! Ah, geil, ich hab von hier hinten einen geholt. Nicht schlecht. Und jetzt kann mich da einer umboxen, da steht einer hinter euch! Ja. Ja, ich weiß. Ich hab dafür gerade einen auf der anderen Seite der Karte weggesniped, weil ich hab ihn so gefreut. War alle weg! War das Mausefalle? Ja, ich hab's noch gesehen. Dann raus jetzt! Echt rausschmeißen! Er hätt's verdient, ja? Er hätt's verdient. Ja. Oh, ich hab eine Trophäe gekriegt. Ich gewinne 10 Runden Sabotage. Da kannst du mal sehen, wie selten ich dieses Spiel gespielt habe. Oder wie selten gut. Ja, das wollte ich jetzt nicht aussprechen. Der McGriff hat das seltene Talent, einfach die Dinge so zu formulieren, dass sich niemand beleidigt wird. Ja, das ist McGriff.